Hey Leute, willkommen bei 1, 2, 3, Sean und Tippics. Voller Power, voller Kraft, voller Energie bin ich heute mal wieder und Tippics. Mit perfekten, traumhaften, schönen Wetter befinde ich mich heute in Koblenz auf den Truppenübungsplatz. Mit dabei ist der Mario. Mario, wie geht's dir heute so? Super. Super Wetter, super Stimmung, super Truppenübungsplatz, Schmittenhöhe, den wir gleich erkunden werden. Sehr, sehr geil. Mario, gibt's hier irgendwelche Highlights hier zu entdecken für uns? Einige, ja. Hier gibt's Büffel, hier gibt's Pferde, hier gibt's so eine Panzerwaschanlage hinten. Da können wir allerdings nicht drauf, die können wir nur von außen begutachten. Wanderer, viele Radfahrer und ja, heute am Feiertag ist es ja normal. Ne? Eben, klingt mal sehr, sehr geil. Und ich würde dir empfehlen, ja? Die Hose in die Strümpfe, weil hier gibt es Zecken. Ich habe mir nämlich letztens zwei Stück. Das werde ich noch machen. Ja. Auch wenn es lächerlich aussieht, aber ja. Ja. Obwohl, es sieht sehr, sehr sexy aus. Ach, danke. Gut, wir legen jetzt mal los. Für uns geht es vorne erstmal den Weg entlang. So Leute, hier gibt es natürlich auch Pferde zu betrachten hier. Für diesen riesigen Gelände. Ich finde es eine coole Idee, dass man auf dem Truppenübungsplatz hier auch Pferde niederlässt. Die einzäunt in diesem riesigen Megagelände. Ob man die Büffel sehen werden, ist, denke ich, noch schwierig. Ist ja auch ein Naturschutzgebiet, ne? Ja, alles. Umso besser. Also. Das sind echt schöne Tiere. Ja, Leute, vor uns kommt auch dann der erste Aussichtsturm. Alte Relikte noch übrig hier. Ah, hier noch Überreste. Vom Truppenübungsgelände. Übungskrieg. Ja, weißt du, was hier mal passiert ist? Nichts Gutes. Das ist schon klar, Mario. Ach, hier gibt es sogar ein paar kleine Bänke, um meine gemütliche Pause hinzulegen. Das die ist doch schön gemacht, oder? Das auf jeden Fall. Und hier gibt es noch ein Schild, auf was für einer Höhe man sich befindet. Wie. Und da gibt es noch eine Informationstafel. Gibt's das Taurusrind oder Heckrind. Das Taurus oder Heckrind. Schauen wir uns mal kurz mal an, Leute. Das Taurus oder das Heckrind. Leute, hier kann man echt gut was über Rinder lernen, hier in diesem Gebiet. Ja, echt cool, Leute, wenn man die auch heute irgendwie
entdecken können und auch gemeinsam dann filmen können. Jetzt hier diesen Schild und danach werden wir gucken, dass wir auf diesen Turm hin hochkommen. Herausforderung! Genau, der höchste Turm der Gegend hier, ne? Leute, jetzt gehen wir auf einen kleinen Aussichtsturm. Mal gespannt, was das für eine Aussicht hat. Von diesem Turmturnier. Hier gibt es einen schönen kleinen Blick hier. Da hinten ist sogar ein Rind. Du siehst einen Rind. Ja. Mach doch mal. Ja gut, ganz, ganz hinten, ne? Ja. Kann man natürlich jetzt nicht anfangen. Das Gelände hier ist so groß, können sich so gut verstecken hier überall. So, die brauchen sich schon nicht mehr zu verstecken. Das ist ja für die Aquarienfahrer dies hier, für die Rinder. Ja. Echt cool hier. Ja Leute, hier kommen wir auch schon zum ersten Verbotsschild. Man sollte hier natürlich auf den Wegen bleiben halt. Ja, um halt nicht vom Rind überrannt zu werden oder... Da ist das nächste. Ah, da kommt sogar noch ein Verbotsschild. Im hohen Gras. Bitte nicht füttern steht hier. Natürlich sind die Tiere hier alle komplett eingezäunt. Wir machen auch keine Möglichkeiten haben, direkt an die Tiere reinzukommen. Was aber auch nicht so schlimm ist. Ich finde, die Tiere sollten einfach natürlich leben können und ihren Rückzugsraum haben und einfach wie wir Menschen die Natur genießen. Ah, da kann man jetzt, glaube ich, vielleicht ein paar Rinder sehen, oder? Ah, leider doch noch nicht. Ganz wichtig, auch das hier. Ah, hier kommen wir schon zum nächsten Verbotsschild. Und deswegen auch das hier. So, unterwegs gibt es auch hier diese kleinen Rollwege hier. Und hier. So, die man auch nicht. Hier geht's weiter mit den Schildern. Oh Mann. Ich darf ja eigentlich fast gar nichts. Warte, hier ist so viel ist verboten. Natürlich auch ganz einfach zum Schutz hier der Tierwelt. Was auch aus meiner Sicht eine vernünftige Entscheidung ist. Wenn man schon hier erlaubt bekommt, auf dem Trüppungsübungsplatz hier entlang zu laufen, sollte man natürlich auch schon an die Regeln halten, um die Tierwelt, wie gesagt, nicht zu stören. So, jetzt gehen wir in den nächsten Aussichtsturm nach oben. Das Schild besteht auch wieder komplett aus Holz. Ah, ganz hinten im Hintergrund hat man auch einen schönen Blick auf den Koblenzer Turm. Da waren wir auch schon gewesen. Und hier kann man nochmal einen schönen Blick aufs weitere Gelände erhaschen. Echt ein Riesengelände. Ja, und ganz im Hintergrund für euch natürlich schwer zu erkennen, sind die ersten Rinder. Und die Pferde da. Und sogar Pferde auch. Für euch, wie gesagt, schwer zu erkennen von hier aus, aber für uns schon etwas besser zu sehen. So Leute, hier kann man die Rinder vielleicht ein bisschen besser sehen. Hier vorne sind überall die ganzen Rinder. Der erste schöne Blick mal von hier aus auf die Rinder. Da im Hintergrund natürlich schlecht zu sehen für euch, sind Pferde. Aber cool, dass man einen Blick auf die Rinder bekommt von hier aus. So Leute, das Tor, was wir gerade begangen haben, das Ende vom Franz-Krimm-Weg. Für uns geht es hier vorne erstmal runter. Mario macht hier gerade auf der Bank gemütlich. Mario hat schon gerade erwähnt, dass wir jetzt... Ich genieße die Sonne. Mario genießt die Sonne, umso besser. Mario hat gerade erwähnt, dass wir jetzt gleich zur schönen Panzerwaschanlage kommen werden.
Haben wir schon einen Blick auf die Panzerwaschanlage? Nein, noch nichts. Noch nichts? Gar nichts, nein. Sind noch so 2-3 Kilometer. Okay, wenn wir da sind, kann man es dann überhaupt sehen, oder? Ja, du kannst noch nicht drauf gehen. Ah, schade. Aber Hauptsache, man kann es sehen. Und letztes Jahr musst du ein bisschen aufpassen, da sind wohl Hornissen, da bin ich von der Hornisse gebissen worden. Genau an dem Panzerwaschplatz. Das ist nicht so schön, wir müssen echt gleich drauf achten. Ja, wir werden jetzt uns dann weiter des Weges begeben. Komm, Herr, steh von der vollen Bank auf und komm weiter. Hey Leute, genau hinter diesen Bäumen befindet sich die Hauptstraße, in der wir eben lang gefahren. Bundesstraße. Kann man auch von hier aus gut hören, Leute. Aber es ist der einzige Makel an diesem Weg, dass man die Bundesstraße hört. Ja, hier im Hintergrund sieht man auch ein kleines Sumpfgebiet mit Schilf. Und das hier sind Panzerrillen. Da sind die Panzer durchgefahren. Da sieht man auch die Spur noch hier. Ja, hast recht. Die sind so aufgefahren. Die sind hier überall. Ja, hier sieht man auch ein Relikt von den Panzern, wo die hier lang gefahren sind. Natürlich eine Tour ist inzwischen jetzt zurückerobert hier. Diesen Bereich. Die ersten Spuren von den Panzern hier. Das ist ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Hier im Hintergrund auch ein kleiner Teich. Da kann man echt einiges entdecken, Leute. Ja, wir folgen schon ein Stück dieser Panzerstraße entlang. Vorne kommt dann schon der dritte kleine Aussichtsturm am heutigen Tage. Ja, die Sonne kommt jetzt auch ein bisschen mehr und stärker raus. Man merkt auch langsam, dass es immer wärmer wird. Überall gibt es dann diese Informationstafeln auf dem Weg. Hier gut sehen können, Leute. Dann gehen wir erstmal den Turm erstmal nach oben hier. Wir haben einfach hier aus einen schönen Blick auf die ganze Grünfläche hier. Echt schon mega großes Gelände. Ganz im Hintergrund ist ein Weg mit Fahrradfahren, die gerade da entlang gefahren sind. An diesem Berg hier sind wir jetzt nach oben gelaufen, von der Panzerstraße entlang. Und vor uns geht es dann hier vorne das Stück bis nach oben noch nach oben. Das könnt ihr auch mal sehen, dass wir einen Block hier auf dem militärischen Gelände uns befinden aktuell. Ich habe hier einen kleinen Rumumblick. Hier gibt es einen Weg, wo die Panzer langfahren. Hier ist ein Weg, wo die Panzer langfahren. Hier gibt es hier den Wanderweg. Da können natürlich auch noch Panzer langfahren, wenn die Abwehr weg wäre. Aber für uns geht es vorne erstmal entlang des Weges. Mal gucken, wo uns das hier jetzt hinführen mag. Ich glaube, machen wir mal eine kleine Pause, ist eine gute Idee. Musst du trinken bei den Temperaturen heute. Da werde ich mich direkt mal anschließen. Bei Mario. Mario, ist eine gute Idee für eine kleine Trinkpause. Am 3-Buchenplatz, genau. Hey, am 3-Buchenplatz machen wir. Hier ist schön windig. Schöne kleine Trinkpause. Also Leute, wenn ihr mal hier seid und dieses Video gesehen habt, könnt ihr euch genau merken, am 3-Buchenplatz gibt es eine schöne kleine Pausenbank, wo man schön hinsetzen kann und was trinken kann oder auch essen kann. So, sind wir einen kleinen Hügel mal hochgelaufen hier. Krass. Was haben wir da? Ein Mini-Baggersee? Mini-Steinbruch. Krass. Was haben wir gerade? Mit Aussicht hinten auf Bad Ems. Ist ja voll die Mini-Lagune da unten. Mhm, sieht cool aus, ne? Ja, auch das Wasser, diese Farbe sieht richtig geil aus. Vor allem schon die Panzer durch. Garantiert. Das ist eine coole Entdeckung hier oben. Und der ganze Hintergrund hinter diesem Hügel liegt doch Bad Ems. Hier kommen wir zu einer militärischen Anlage, wo hier auch, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, ob noch Panzer langfahren hier in dem Bereich. Aber hier war auch früher ein Übungsplatz komplett gewesen, das hier. Und das hier ist eine alte Waschanlage, wo früher
die Panzer dann gewaschen worden hier in dem Bereich. Ist natürlich leider alles verschlossen, das heißt, man kommt auf dieses Gelände hier nicht drauf. Aber man kann zumindest ein bisschen hier von außen angucken. Hier direkt hinter diesem Gittertor sind die Panzer wohl draufgefahren hier. Und ja, wurden dann hier gewaschen. Auf diesem Gelände hier. Natürlich leider alles verschlossen. Kann man fast nur als, ja, als Placeout bezeichnen. Diesen Punkt hier mit der Panzerwaschanlage. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, eine Panzerwaschanlage. Aber es ist doch schon interessant davon, wie ich finde. Hier gibt es echt einen schönen, dicken Baum, der echt voll in seiner Blüte steht aktuell. Wir fahren ein Stück der Straße entlang, gucken, wie es für uns gleich weiter des Weges geht. Jetzt war es hier die dicke Eiche, die man hier lesen kann, Leute. Leute, wir sind hier ein ganz, ganz, ja, merkwürdigen Ort. Riesige Mauer mit Obel, Stacheldraht am Raum anhängen, komplett steht anscheinend hier runter. Das hier ist, Leute, versuchen wir gemeinsam herauszufinden, was in dieser Mauer befindet. Mal schauen, ob wir uns da einen Zugang gemeinsam finden werden. Ja, Leute, das hier ist komplett zu. Das wäre nämlich dieser Eingang hier gewesen, zu diesem Gelände hier. Mario meinte gerade eben, das wäre hier hinter diesem Gebäude ein Schießstand. Aber da gibt es leider überhaupt keinen Zugang. Das ist alles komplett verriegelt. Schade, schade. Ich würde mir gerne mal von innen angucken, zum Schießstand. Da ist alles komplett zu hier. Hier gibt es ein kleines altes Lost Placeout zumindest zum Decken. Eine richtige alte Laube. Krass, Leute, das ist ein echtes altes Fundstück hier. Auch mal die Automarke. Das ist schon interessant, das alte Auto hier. Ja, trotz allem sehr schade, dass man nicht aufs Gelände hier drauf kommt. Auf diesen Schießstand hier. Leute, hier mit dem Wald tauchen auf einmal diese Bunker hier auf. Bunker 19. Jeweils mit zwei Eingängen, haben beide auch verschlossen hier, der Bunker 19. Schade, da riecht gerade jemand reinzukommen in so einen Bunker. Ob jetzt alle verschlossen sind, kann ich nicht abschließend sagen. Die Mara war jetzt vor 4 bis 5 Jahren hier gewesen. Ja, wir gucken uns mal an, vielleicht kommen wir in irgendeinen Bunker rein, der offen ist. Aber ich gehe doch davon aus, dass die alle zu sein werden heute. Ah, mal gucken, vielleicht haben wir Glück und decken einen offenen Bunker. Ja, hier werden wir zur Bunkeranlage 18 kommen. Dieselben Türen, aber auch verschlossen. Ja. Bunker 18 ist auch zu. Schau kurz mal die Anlage von Bunker 18 an. Aber ja, die sind auch verschlossen sein. Hängt kein Schloss mehr, aber die ist trotzdem zu, Leute. Ich würde sagen, wir checken die ganzen Bunker mal ab, vielleicht ist ja einer offen. Ja. Dann gehen wir einmal im Kreis hier und dann wachsen hier. Okay. Das ist quasi wie so bei ja, Glücksrad. Welcher Bunker ist offen? Okay, hier ist ein Schloss vor, Leute. Das Fiese ist da dran, Leute. Ich habe jetzt schon einen zweiten Bunker, den Bunker 17. War kein Schloss drin, trotzdem die Türe zu. Wir gucken uns weiter mal hier die Seite an. Da ist jetzt auch wieder kein Schloss vor, wie bei Bunker 17.
aber leider auch zu. So eine Kacke, Leute. Ja, Leute, am besten meldet ich bei euch, wenn ich einen Bunker finde mit offenen Türen. Weil die ganze Zeit ist nur geschlossene Türe zu filmen, glaube ich, bringt mir ja auch nichts. Naja, ja, ich glaube, bei Bunker 15 ist ein gutes Gefühl. Irgendwie sagt mir was, die 15 bringt mir heute Glück. Ja, sieht doch aus, wie die Tür da offen steht. Bist du sicher? Ja, Leute, bringt uns das Tor 15 heute Glück? Oh, Leute, wir haben Glück. Okay. Leute, wir haben Glück, aber was sieht man? Im Prinzip nichts. Komm, hier sind ja noch Bunker. Also, wenn alle Bunker so sind hier, vielleicht waren das hier. Sehr, sehr uninteressant. Ja, so, Leute. Da hat man die ganze Zeit Hoffnung auf tiefen Bunkereingang, eine tiefe Schlucht. Hast du bei denen hier vergessen? Vielleicht sogar mit Nazi-Gold noch zum Decken. Ja. Was ist es? Im Prinzip eine Bunkergarage. Aber hier gibt es noch. Ach, okay. Hier wurden explosive Stoffe geliefert. Hier wurden explosive Stoffe gelagert. Hier sieht man auch, wie viel Kilo hier gelagert wurde. An verschiedenen Stoffen hier. Ja, das ist ein Munitionslager gewesen hier. Aber gucken, wie es denn dunkel aussieht, Leute. Können wir so? Sind komplett dunkel. Also, das war auf jeden Fall eine Bunkeranlage für Munition. Das halt richtig. Ja, ich weiß nicht, jetzt gut gerade da. Ich würde sagen, ob du schon die Info bieten kannst. Warum nicht? Oder kaufen noch besser. Für hier. Auf jeden Fall. Ja. Oh, man hat ja schon machen hier und so. Aber Leute, richtig geil, dass man in diesen Bunker jetzt reinkam. Zumindest hat man auch was Geheimnis entdecken können, wie so ein Bunker hier aussieht. Wo Bunker 17, Bunker 18 und Bunker 16 verschlossen war, ist Bunker 15 offen gewesen. Steht eine richtig krasse Baumaschine hier drin. Da hinten sogar noch ein richtiger Bagger. Aber hier kommt man nicht rein. Die Mauern sind so hoch. Das geht hier mindestens 2,50 Meter nach unten. Tja, Patrick, jetzt können wir abschminken. Was willst du machen? Jetzt haben wir noch die Mauer hochgeschafft. Okay, ich bin die Kamera entgegen. Okay. So, Leute, wir haben jetzt die Mauer hochgeschafft mit Mario, der Räuberleiter. Wir wollten mal gucken, ob wir da runterkommen. Aber da gibt es überhaupt keine Möglichkeit, runterzukommen. Ich werde jetzt Mario runterhelfen, Leute. Willst du mit einer Aluleiter oder so? Genau. Die Stellen, wo du eventuell reinkommen könntest, da haben sie Stacheldraht hingemacht. Ja, genau. Man hört schon die Flüche. Jo. Der Boden ist komplett vertrocknet schon hier. Ja. Das geht hier direkt tief runter, glaube ich. Absolut geiles Plätzchen hier. Komm mal. Ja, Leute, zum guten Schluss kommen wir unten zu dieser wunderschönen kleinen Lagune. Ist richtig cool. Die blaue Lagune. Ja. Vom Hochleins. Echt eine richtig geile Idee von uns gewesen, hier runterzugehen zum Abschluss, Leute. Echte Hammer, ja. Ja, Leute, die Tour hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Koblenzer Tour heute war echt sehr geil. Zwei waren heute auf dem Truppenübungsgelände von Koblenz gewesen, haben einen Bunker entdeckt, den Bunker 15. Da konnte man auch schön reingehen. Hat auch ein riesiges Place-Gelände entdeckt, da konnte man leider nicht drauf. Sind wir mal auf die Mauer geklettert, aber es gab keinen Zugang dazu, deswegen konnten wir diesen Ort nicht besuchen. Hatten ein paar schöne Punkte gehabt, schön in die Ferne zu gucken halt. Also richtig schöne Anlage und das ist echt der perfekte Abschluss für die heutige Tour hier. Mario, bitte selber, die Tour hat dir so gefallen. Wer ist gerade? Du fragst mich ja zum richtigen Zeitpunkt hier. Kennst dich doch.
Patrick weiß doch, dass das hier meine Hausrunde ist. Perfekt. Das, ich hätte sie dir sonst nicht gezeigt, wenn sie mir nicht gefallen hätte. Also es ist eine super Tour hier oben. Das ist mit die, so, keine Ahnung, mit der schönsten Platz in ganz Koblenz hier oben. Da kann ich echt nur zustimmen, vor allem hier unten in dieser wunderschönen kleinen Lagune. Echt ein Hammer. Ja, und da das hier meine Hausrunde war, habe ich heute ja auch nicht gefilmt, weil ich ja eigentlich jeden Tag hier hingehen könnte fahren. Theoretisch schon. Du hast echt nicht weit bisher hin. Na, schon vielen lieben Dank für die heutige Tour. Hat echt viel Spaß mit dir gemacht. Gerne. Die Geburt werde ich mit Mario seinen Kanal auch wieder verlinken. Bei mir in der Infobox. Na, lass dir dein Essen noch schmecken. Ich mache weiter mit dem Abschluss der Tour. Ja, wie gesagt, nochmal einen schönen Blick auf diese wunderschönen Lagune. Und wie heißt es schön bei mir? Sehen Sie nichts wieder, wenn es wieder für euch und für mich heißt. 1, 2, 3. Schon unterwegs. Voller Power, voller Kraft, voller Energie waren wir heute wieder unterwegs. Was auch immer. Goodbye, Leute.